Heute das Thema der Themen, der Tod und noch eine andere interessante Feststellung. Nach dem Intro. Guten Abend zusammen. Ja, heute mal wieder aus einem Waldstück, würde man denken. Ja, teilweise auch. Aber hier bin ich, es nennt sich hier der Teufelssee. Und zwar ist das eher so ein, also es ist teils ein See tatsächlich mit Wasser und teils einfach so Tümpel und ja, Moor und solche Geschichten. Und auch viele Mücken habe ich heute festgestellt. Ich glaube, ich werde hier echt zerstochen heute. Aber jetzt bin ich nochmal hier und wollte euch das auch mal ein bisschen zeigen. Mal wieder was Neues. Ihr hört Flugzeuge. Ja, der BER hat aufgemacht. Der ist hier im Süden von Berlin. Und wie man hören kann, fliegen aktuell ziemlich viele Flugzeuge wieder. Und mich juckt überall. Also wenn ich hier so ein bisschen ruckel, dann sind das die Mücken, die mich gerade stechen und ich mich versuche von denen zu befreien. Mein Blut lieben sie ganz besonders. Also dafür schon mal sorry. Ja, genau. Also heute mal ein anderes Waldstück und auch mal wieder schön mit Sonne, Abendsonne. Ich habe jetzt, heute ist mal wieder Sonntag. Ah, sorry. Und ich habe mich heute für die Abendstunden eben entschieden, da es hier doch bei warmem Wetter vielleicht überlaufen ist, aber gut, wo ist es das nicht in Berlin? Und von daher habe ich mir gedacht, ich mache das an einem Sonntagabend. Ach, die Mücken. Mückenalarm, würde ich mal sagen. Okay, ich mache jetzt trotzdem weiter. Ich lasse mich von denen nicht stören. Mal sehen, wie es am Ende aussieht. Ja. Ich laufe hier gleich so einen Weg mitten durch dieses Gebiet eben und erzähle euch ein bisschen ja, über das nächste Thema. Und zwar, ja, wo waren wir stehen geblieben das letzte Mal? Krankenhaus, ja, wie gesagt, ich war da ziemlich lange. Das normale Leben und ja, wie soll ich sagen? Mir kamen ganz außergewöhnliche Fragen, beziehungsweise waren das eher Feststellungen. Ich habe etwas festgestellt, was natürlich hinterher wieder mit Fragen belagert war. Und ich drehe mich ganz kurz, das ist echt schön hier. Nachher zeige ich es euch nochmal. Moment, und dann erzähle ich gleich weiter. Ich liebe das hier. Ich habe das ganz lange nicht entdeckt, weil man geht ja meistens da hinten auf der anderen Straßenseite ist Rübezahl, so ein Biergarten, Spielplatz und sonstiges am See direkt, am Mögelsee. Und das hat mich hier irgendwie ganz lange nicht verschlagen und dann hat mir irgendjemand davon erzählt und ich dachte so, hä, wo soll denn das sein? Ja, und jetzt bin ich doch recht häufig hier, weil ich das einfach mag. Abends. Okay, mit Mücken ist das nicht so schön, aber okay. Ja, also, welche Feststellung war es? Es war eine sehr außergewöhnliche Feststellung, denn ich weiß nicht, ob das mal abends war, keine Ahnung, naja, ich lag halt viel rum. Und dann hatte ich so eine Feststellung, und zwar, ja, dass mein Körper ist krank, aber ich bin gesund. Ja, das war ein bisschen spooky und dann habe ich gedacht, so wirklich vom Gefühl her war das wirklich so, ich, was auch immer ich bedeutet, ich, mein Verstand, ich, meine Seele, ich meine, ich habe mich mit sowas wirklich vorher noch nie beschäftigt. Ich muss mal hier kurz drehen, so. Und hatte dann nur gedacht, so, hä, das ist ja alles echt
merkwürdig, was sind das für Fragen und wie kommt das überhaupt? Aber wirklich, das war so ein Gefühl von, ich bin gesund. Ich bin gesund. Nur mein Körper ist krank. Mücke. Und das war wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mich sehr lange beschäftigt. Da hatte ich natürlich auch wieder niemanden zum Quatschen. Das waren so die ersten spirituellen Fragen, würde ich sagen, von damals. Danach kam da sehr lange nichts in dieser Richtung. Aber das fand ich sehr außergewöhnlich. Und ich stehe mich mal ein bisschen. Genau. Also das war wirklich spannend und ich habe mich dann gefragt, wer bin ich überhaupt oder wer bin ich und wie viele oder was ist denn das alles hier und wieso komme ich dann auf solche Gedanken und was sind das für Fragen? Und natürlich hatte ich da auch niemanden zum Fragen, weil ich kannte niemanden, der sich mit sowas beschäftigt hat. Die Kirche war jetzt nicht so der Ort, wo ich mich wohlgefühlt hätte, wo ich gerne hingegangen wäre. Das sind ja auch, naja, ich sag euch, Polen, katholisch, da musste man in die Kirche gehen, ob man wollte oder nicht als Kind. Die Eltern sind nicht unbedingt mit, weil sie mussten ja als Kinder auch, aber ein komplett anderes Thema. Also da wäre ich nicht drauf gekommen und ich kann mich auch nicht erinnern, dass es damals in dem Krankenhaus, wo ich war, da in der Uniklinik in Frankfurt am Main, dass es da irgend so eine Seelentante oder sowas gab. Ich habe keine Ahnung. Schaut, hier ist hinter mir ist dieser Teufelssee. Und da hinten dieser Turm, da, das ist der Mögelturm. Das ist so ein Restaurant, Café, Kaffeekuchen kann man dort haben. Man kann auch da drauf laufen und dann sieht man halt eben dieses ganze Gebiet hier drumherum. Aber ich finde das wirklich idyllisch hier. Ja, naja, auf jeden Fall hatte ich dann niemanden gefunden, mit dem ich darüber sprechen könnte. Und genau, das war mal wieder, das warf halt wieder neue Fragen auf. Wie gesagt, die Liste, Frageliste, Katalog oder wie auch immer, das wurde auch immer länger und länger. Aber wie gesagt, also manche Fragen habe ich dann auch gar nicht mehr weiter gewälzt. Manche Fragen kamen immer wieder zurück. Das heißt, wie gesagt, so ein Fragenkarussell und immer wieder was Neues oder immer wieder über eine andere Frage nachgedacht und überlegt, was könnte das denn bedeuten oder warum kommt das? Und wie gesagt, genau. Das fand ich wirklich spannend, so als so eine Feststellung. So dieses, man hat eine Verstopfung, wie gesagt, dann wenn man die nicht bemerkt, irgendwo hat man einen Rohrbruch und dann muss man eben sich um die Wohnung kümmern. Also wirklich so wie in der Wohnung leben und sich eben drum kümmern. Ich meine, bewegt habe ich mich damals, gegessen habe ich mehr oder weniger gesund, was auch immer das bedeutet. Und gut, ich muss sagen, ich setze mich heute viel mehr mit Ernährung auseinander und esse auch anders, aber damals fand ich das jetzt auch in Ordnung. Geraucht habe ich, wie gesagt, nie. Und sonstiges. Also, ja, wie gesagt, also das, woher das kam, weiß man ja bis heute nicht. Ich hatte das ja, wie gesagt, schon noch zweimal, so eine Embolie ohne Thrombose. Das geht wohl auch, das wusste ich auch nicht damals. Aber gut, ich hatte eigentlich eher gehofft, dass das nie wieder kommt, aber ja, ist halt manchmal, wie es ist. Und das weiß man eben bis heute nicht, woran es liegt. Und ja, aber gut, darum sollte es sich nicht nur drehen heute. Heute ist das Thema ja eigentlich der Tod. Weil nach dieser Frage oder nach dieser Feststellung hatte ich mich dann eben das ging dann schon recht ins Spirituelle, ohne dass ich das damals so benannt habe. Dann kam das Thema Tod. Und wie ihr euch vorstellen könnt, also da hätte ich wahrscheinlich schon Leute gehabt, mit denen ich darüber sprechen kann. Nur wollte darüber niemand mit mir sprechen. Was, der Tod? Also wirklich ein No-Go. Bist im Krankenhaus, hast eine Krankheit überlebt und beschäftigst dich mit dem Tod. Weil ich glaube, das tut dann am Ende, ich will nicht sagen, dass es alle tun, aber schon die meisten.
werden es getan haben, vermute ich. Und ja, und das ist so ein Thema, wo ich sage, gut, darüber kann ja jeder reden. Es ist ja nicht so, dass das jetzt so fremd wäre, aber dann habe ich mich echt getäuscht. Also getäuscht in dem Sinne, dass das ja das Thema doch gar nicht so ein Thema ist, wo jeder drüber reden könnte. Also meine Erfahrung war eher dieses so, was, tot? Hör auf damit. Nein, freu dich, du hast es überlebt, du hast die Krankheit überlebt, du bist am Leben, beschäftige dich mit dem Leben, doch nicht mit dem Tod. Ja, diese Einstellung ist schon mal nicht schlecht, sage ich mal, das stimmt schon. Natürlich sollte man sich dann mit dem Leben beschäftigen, aber es waren halt einfach Fragen, die mich zu der Zeit beschäftigt hatten. Also wirklich, das ist schon ein Erlebnis. Ja, man hat positive und negative Erlebnisse und das war schon etwas, was mich so aus der Bahn geworfen hat. Und ich meine, dann im Krankenhaus, wurde sich um mich gekümmert. Ich musste ja nichts tun, außer, wie gesagt, Blut spenden und mich diesen ganzen Untersuchungen da unterziehen. Und es wurde gekocht, ich musste ja waschen, aber ansonsten ein bisschen Besucher empfangen und ansonsten dem Körper die Zeit lassen, um zu heilen. Das heißt, ich hatte selbst dann nicht so viel zu tun. Und ja, wozu hat man dann einen Kopf? Einfach zum Denken. Genau, und der Tod war so ein Thema, damit habe ich mich lange auseinandergesetzt. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, denke ich. Also wenn man dem Tod sozusagen begegnet, manche vielleicht noch näher als jetzt ich persönlich, aber wenn man wenn man die Begegnung mit dem Tod hatte, dann beschäftigt man sich damit. Das ist genauso wie, also es wird vielleicht ein blöder Vergleich, aber ja, wenn man irgendeinen Menschen trifft, den einem gut tut oder nicht gut tut oder was auch immer, dann beschäftigt man sich ja auch damit und setzt sich damit auseinander. Also zumindest tue ich das. Und so ist das eben mit dem Tod eben auch. Also meine Erfahrung war dann eher doch die, dass niemand mit mir darüber sprechen wollte wiederum. Da hätte ich vielleicht jemanden gehabt, also meine Besucher. Und das ging gar nicht. Ich sollte mich einfach freuen, dass ich lebe und über den Tod nicht nachdenken. Und ja, aber das ging halt wieder irgendwie auch nicht, weil das hat mich einfach beschäftigt. Und was kann ich denn heute dazu sagen? Also damals war das wirklich schwierig. Also ich wollte darüber irgendwie reden, was das bedeutet, was es damals mit mir gemacht hat, dieser Gedanke. Das kann ich heute gar nicht mehr so genau sagen, glaube ich. Ich müsste nochmal nachspüren. Aber es war auf jeden Fall heftig. Und ich habe festgestellt einfach, dass das Leben echt sehr vergänglich ist. Also man, ein Flugzeugi, was ist das? EasyJet. Die fliegen schon recht tief hier. Naja, was habe ich festgestellt? Ja, dass das Leben einfach sehr vergänglich ist und es kann Schnipp machen und man ist weg. Und das ist auch etwas, worüber man sich so gar keine Gedanken macht, wenn man so eine Situation nicht erlebt hat, also selbst nicht erlebt hat. Also man kann ja darüber sprechen, in der Theorie, ja, über den Tod, aber es ist doch ganz anders, wenn man, wie gesagt, da selbst irgendwie durchgegangen ist und dann möchte man sich auch, oder wie gesagt, ich wollte mich damals damit auseinandersetzen und ich glaube, das gehört zu diesem ganzen Prozess dazu. Und inzwischen denke ich, das Sterben ist irgendwie nicht so einfach, also es stirbt sich nicht so einfach. Es hat neulich eine Freundin von mir gesagt, Alice, es stirbt sich nicht so einfach. Habe ich mir auch gedacht, also wer dreimal eine Embolie überlebt, ich weiß auch nicht, ich hatte offenbar auch sehr viel Glück. Ich habe mal im Internet gesehen, was solche Thrombosen und Embolien eben für Nachwirkungen haben oder was man da, wie viele Probleme haben kann. Wie ich schon erzählt habe, der Thrombus geht ja zuerst durchs Herz, da kann er ja schon sehr viel beschädigen. Und mit der Lunge und so, ich meine, bei mir war das auch sehr schlimm gewesen, also schon ein großer Thrombus, wo ich wirklich, wie gesagt, Glück hatte. Aber ich habe jetzt im Nachhinein keine Probleme. Also ich kann ja weiterhin Sport machen, wenn ich möchte und so leben wie bisher. Das Einzige, was ich danach hatte, waren diese Thrombosestrümpfe und Tabletten. Und
ja, immer wieder mal Blutuntersuchungen und solche Geschichten, aber ansonsten ist ja alles in Ordnung. Auch die Lunge hat sich wieder stabilisiert, auch nach dem Nummer 2 und 3 ist jetzt wieder soweit alles in Ordnung. Von daher, ja, schon krass. Also man kann Glück haben, man kann auch Pech haben. Und genau, also der Tod ist schon eine Geschichte, das gehört zum Prozess dazu. Das ist meine Meinung. Und es ist schön, wenn ihr jemanden findet, der mit euch spricht. Sucht euch jemanden, der da, ob das jetzt ein Priester ist oder sonst irgendwie in der Kirche, wenn ihr irgendwie meint, dass euch das hilft. Oder es gibt ja auch häufig in den Krankenhäusern, wie nennt sich das, die grüne Dame oder sowas. Das habe ich irgendwie von irgendjemandem neulich gehört. Oder ja, damals hat man mir das irgendwie auch nicht angeboten. Oder vielleicht habe ich mich auch dafür nicht interessiert, weil ich einfach so mit mir selbst beschäftigt war. Und holt euch jemanden, der euch einfach zuhört und vielleicht kann er euch dann auch helfen. Sorry, ich wackel hier ein bisschen, aber die Mücken attackieren mich hier an den Beinen. Und das juckt ganz schön ordentlich jetzt schon. Das wird ja lustig noch. Ja, also wie gesagt, holt euch Hilfe, macht was draus. Auch wenn ihr jetzt irgendwie schon draußen seid aus dem Krankenhaus. Wenn ihr meint, ihr wollt über den Tod reden und sonst irgendwie und findet da in der Familie oder im Freundeskreis niemanden, dann holt euch woanders die Hilfe. Genau. So, im Nachhinein jetzt, der Weg war lang, wie gesagt. So, was könnte ich jetzt dazu sagen? Ich habe mich, wie gesagt, sehr verändert. Die ganze Geschichte hat mich sehr verändert. Und zwar denke ich jetzt ganz anders über den Tod. Also damals habe ich mir wirklich, wie gesagt, vorher auch nie mit dem Tod beschäftigt. Das Einzige, was war, mit 30, wie war denn das? Ja, Großeltern sind gestorben oder eine Tante ist gestorben. Aber das war immer so dieses, da ist jemand gestorben, dann ist man zur Beerdigung gegangen. Und dann war das Thema irgendwie meistens, ich will nicht sagen gegessen, das hört sich jetzt doof an, aber so diese tiefe Trauer oder sowas oder dieses wirklich Trauern. Also irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt immer, und das habe ich heute aber eigentlich auch noch, dass das irgendwie wie so ein Tabuthema ist. Das macht jeder für sich aus. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Aber ich finde, man kann auch darüber sprechen, weil wieso ist das überhaupt ein Tabuthema? Wieso kommt es denn dazu, dass, ich meine, der Tod, das ist ja das, was zu unserem aller Leben dazugehört. Also das Einzige, was wir müssen, ist sterben. Essen und Trinken auch natürlich, aber irgendwann sterben wir alle. Das Sterben gehört zum Leben dazu. Und wieso wird da nicht darüber gesprochen? Das ist heute auch noch so. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass man auch den Kindern gar nicht so den Tod nahe bringt oder darüber spricht. Ich war letztes Jahr, ich möchte jetzt nicht sagen, ich war aber auf einer Beerdigung. Da wären ja theoretisch die Enkelkinder auch dabei gewesen und die wurden eben nicht mitgebracht, weil eine Beerdigung, da gehören Kinder nicht hin. Ich meine, es ist ja, wie gesagt, das entscheiden die Eltern, das ist ja alles in Ordnung. Ich spreche einfach nur aus diesem Grund darüber, weil ich mir denke, wieso soll man dem Tod nicht begegnen schon als Kind? Ich meine, die Kinder sind jetzt nicht 4 oder 5, die sind 10 oder 10 und 8. Ich sage ja nicht, das war ja eine Urnenbestattung, ja, das heißt, da wurde ja nicht die Leiche aufgebahrt. Wobei ich muss sagen, als ich Kind war und meine Großeltern gestorben sind oder mein Uropa noch, da war ich 4 oder was, da war ich auch auf der Beerdigung, da gibt es noch Bilder und so. Und da war, glaube ich, damals war nichts mit Urnenbegräbnis. Mein Gott, ich kann nicht mehr reden. Das gehörte irgendwie dazu und ich fand das jetzt wirklich nicht schlimm, weil ja, der Mensch stirbt und dann wird er begraben und das gehört zum Leben dazu und dann ist das nichts Schlimmes, weil das ist ja auch nichts Schlimmes. Wieso muss man da Kinder vor beschützen? Was bringt es einem dann? Und was bringt es den Kindern? Also, man muss ja nicht gleich irgendwie Leichenbeschau machen und sowas, das muss man jetzt wirklich nicht, aber ja,
Naja, und außerdem ist der Tod, was ist denn der Tod eigentlich? Also für mich ist das heute im Prinzip wie in vielen anderen Kulturen, habe ich jetzt neulich auch mal gelesen, einfach wo ich mich hier mit diesem Thema beschäftigt hatte, dass ich wusste, dass dieses Video drehen möchte. Da habe ich mal geschaut, was der Tod eigentlich so im Vergleich zu Deutschland woanders gehört, in anderen Kulturen. Und zwar in Deutschland ist es so, dass der Tod bedeutet, danach ist, also ich sage nicht überall, aber so die Kultur, unsere Kultur denkt eben eher, es kommt der Tod und danach ist zu Ende, dann ist nichts mehr. Und in anderen Kulturen geht man davon aus, dass man dann in eine neue Welt übertritt. Und das glaube ich auch. Also ja, das glaube ich auch. Ich glaube nämlich auch, dass es genauso wie es ist, wie ich mir das in dem Krankenhaus damals gedacht habe, dass mein Körper ja krank ist und ich gesund. Und ich glaube, hier ist es auch so, dass der Körper spricht. Wieso sage ich jetzt, dass der Körper spricht? Ja, der Körper spricht auch, aber dieses Thema kommt irgendwann später in den Videos. Ich wollte jetzt eigentlich gesagt haben, dass der Körper stirbt. Dass der Körper stirbt. Und ja, dass die Seele dann eben in diese andere Welt übergeht, in die geistige Welt oder wie auch immer man das nennen mag. Also damit habe ich mich wirklich lange auseinandergesetzt und auch immer wieder und bin auch so für mich zu dem Entschluss gekommen. Ich meine, es gibt Menschen, die diese Nahtoderfahrung haben, die sagen dann auch, sie sind dann plötzlich in einer anderen Welt gewesen und denen hat es dort gefallen und die wollten ja teilweise auch gar nicht zurück, was sie ja dann auch sehr verändert hat, die dann auch spirituell sind und so. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, ja mit den verstorbenen Seelen zu kommunizieren. Und da gibt es auch, da kann man ja auch zu einem Medium gehen. Doch, Medium heißt das. Genau, das sind Menschen, die eben Kontakte zu der geistigen Welt haben und oder aufnehmen können und die Seelen, verstorbenen Seelen, nutzen den Körper des Mediums, um mit einem dann zu kommunizieren. Also es gibt viele Möglichkeiten und deswegen denke ich auch inzwischen, glaube ich daran, oder es ist so mein inneres Wissen. Also wie gesagt, ich bin so viele Veränderungsvorgänge und Transformationen durchgegangen und eine komplett neue Alice, ich sag's euch. Aber wie gesagt, das Thema Tod ist wirklich sehr wichtig. Da sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen, gar nicht erst abhalten lassen, so von wegen so, oh nein, über den Tod sprechen, freu dich, dass du lebst. Ich meine, wie gesagt, das wird kommen, denke ich auch, aber es ist wichtig. Und was man dann am Ende daraus mitnimmt, auch wenn man danach feststellt, okay, das war jetzt so und nach dem Tod kommt nichts mehr. Also wie gesagt, jedem das eine. Jeder darf das glauben, was er glaubt oder was er für sich herausgefunden hat. Und ja, aber meins war eben dieses, für mich war das wirklich sehr wichtig, darüber nachzudenken. Und die Sonne blendet mich hier ein bisschen. Genau, wollte ich noch etwas zu dem Thema sagen? Ach ja, mir ist eingefallen, das habe ich vorhin nämlich auch nochmal gelesen, und zwar hat mir mal jemand darüber erzählt, wie das ist mit dem Tod, das ist, ob man dran glaubt oder nicht, aber dieses, viele glauben ja daran nicht, dass es dann weitergeht, wie gesagt, jedem das seine. Und da gibt es sowas Witziges, das habe ich jetzt gefunden bei Robert Beetz, ist ja auch ein Coach und Autor und alles Mögliche. Und bei ihm habe ich das gefunden, und zwar nennt sich das Zwillinge oder Gespräch von Zwillingen in der Gebärmutter. Und zwar einer, der halt so optimistisch ist und der andere totaler Pessimist und der nicht so an solche Geschichten glaubt. Och, du bist ja doof, was stellst du dir da alles vor? Und dann ist es so ein Gespräch, das ist recht kurz, der Text, so von wegen, der eine sagt so, was glaubst du, was nach der Geburt ist? Ja, nach der Geburt, da ist doch gar nichts mehr, nach der Geburt ist Ende. Und das Leben hier wird immer enger und es ist dunkel und es kann ja danach nur noch zu Ende sein, weil wieso sollte es danach irgendwie besser sein oder was anderes noch kommen? Und der andere Zwilling sagt so in die Richtung, ja, also ich weiß nicht, aber vielleicht können wir dann ja rumlaufen und mit dem Mund essen und so. Und dann sagt der andere,
Ja, aber das geht doch gar nicht, weil wir haben doch die Nabelschnur und die wird ja auch immer kürzer. Und wie sollen das gehen? Und wenn wir dann noch größer sind und hier gibt es kein Herauskommen, sowas in diese Richtung. Und ja, und dann der andere irgendwie so, ja, aber vielleicht können wir ja dann die Mutter sehen und mit ihr sprechen oder wie auch immer, mit ihr zusammenleben. Und der andere sagt so, was, welche Mutter? Siehst du hier irgendjemanden? Und ich sehe nichts, also glaube ich auch nicht daran. Also so in diese Richtung geht das natürlich. Dieses, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Und ja, das ist total witzig. Also so ein kleines Gespräch und dann hat der andere gesagt, ja, aber wenn wir jetzt ganz still sind und mal reinhören und in uns hineinspüren, dann hören wir doch unsere Mutter oder die Mama auch mal ganz leise singen. Und ich glaube, so hört auch der Text auf. Ihr könnt ja mal selbst gucken, das, wie gesagt, Robert Beetz. Und, oder wenn ihr das im Google einträgt, Zwillinge, Unterhaltung, irgendwie in der Gebärmutter, dann könnt ihr das selbst nochmal nachlesen. So genau habe ich das jetzt nicht, glaube ich, nachgesprochen. Aber daran habe ich mich erinnert, das hat mir irgendjemand mal erzählt. Und das fand ich wirklich eine interessante Geschichte, weil wie die beiden sozusagen, oder der eine nicht geglaubt hat, dass es nach der Geburt irgendwie ein neues Leben gibt. So ist das doch jetzt genauso, wenn man denkt, nach dem Tod ist alles zu Ende, da kann es nichts mehr geben, weil wir sehen es ja nicht, also kann es ja nicht sein. Achso, was ich noch dazu sagen wollte, das Video ist ein bisschen länger, aber ich finde, wie gesagt, das Thema Tod ist sehr, sehr wichtig. Und zwar wollte ich, was war denn noch? Ah genau, ich habe mir überlegt, diese Angst vor dem Tod, wo kommt denn das eigentlich her? Also dieses, ja, ich bin der Meinung, vielleicht auch dieses, dass man als Kind immer beschützt wird und gar nicht darüber gesprochen wird. Ich glaube, früher war das ja auch anders, wenn man, ein Vogel, okay, wenn man so in Großfamilien gelebt hat, wo man in einem Haushalt gelebt hat, mit eben mit Enkelkindern und Großeltern und dies Ganze, und wo man auch noch zu Hause sterben durfte, dann gehört das auch eher mehr dazu. Jetzt ist es ja doch eher steril. Die Alten gehen ins Altenheim. Ich sage das jetzt ganz so, wie es ist im Prinzip. Schade, aber es ist so. Sterben dort oder im Krankenhaus oder im Hospiz oder so. Und das bekommt man dann nicht mehr mit. Man geht dann nur hin und ja, zum Verabschieden, ja, aber auch eben nur ganz wenig, denke ich. Also im Vergleich zu früher vielleicht. Das könnte natürlich eins sein. Ja, und auch diese Angst zu sterben, aber andererseits auch nicht wirklich zu leben. Weil wenn ich doch so eine Angst habe vor Sterben, dann sollte ich das nutzen, um wirklich zu leben. Und das tun die meisten auch nicht wirklich. Also dieses, wie gesagt, Funktionieren oder Leben. Und wirklich die Zeit nutzen, die man hat. Weil wie gesagt, das kann wirklich schnell gehen. Man weiß ja nicht, wann man stirbt. Woher denn? Und genau. Und was macht denn so eine Angst, wenn man in der Angst sitzt, wenn man in der Angst verharrt? Egal, ob es nun, es gibt ja, die Angst ist eins, finde ich, und man kann ja Angst vor dem Leben haben und man kann Angst vor dem Tod haben. Und wenn man kann sich auch versichern, man kann ja unheimlich viele Versicherungen abschließen, aber am Ende ist es auch keine Sicherheit, weil am Ende, wie wir wissen, sterben wir alle. Und wenn ich immer nur mit der Angst lebe, dass ich Angst habe vorm Sterben, dann habe ich nichts vom Leben. Ich meine, wenn ich so überlege, die aktuelle Situation ist ja jetzt auch nicht sehr viel anders. Ich werde jetzt auf dieses Thema nicht weiter eingehen. Wir wissen alle, 2021 und 2020, um welches Thema es sich handelt, was ich meine. Und hier wird... Ich bin der Meinung, mit Angst kann man eben auch sehr gut manipulieren, weil wenn jemand sehr viel Angst hat vor etwas, dann kann man ihm sonst irgendwas erzählen, irgendwelche Geschichten, und dann wird er dran glauben, weil er will ja überleben, er will ja auf keinen Fall sterben, weil es ist ja so furchtbar. Ich meine, wie gesagt, wir wollen alle leben und wir wollen alle überleben und so lange leben wie möglich. Aber man ist sehr beeinflussbar, wenn man in der Angst steckt. Ich habe die Angst schon längst abgelegt. Auch ich möchte, auch ich möchte leben. Sterben werde ich irgendwann sowieso, das ist klar. Aber diese Angst habe ich abgelegt.
Also es ist klar, es kommt irgendwann und es kommt, wie es kommt. Und es kommt sowieso alles, wie es kommen soll. Also von daher, es ist wirklich zu empfehlen, diese Angst loszulassen. Sich damit auseinanderzusetzen, auch den Kindern vom Tod zu erzählen, auch darüber zu sprechen, zu diskutieren vielleicht, auch wenn man keine Ahnung davon hat. Aber dann sucht man sich irgendein Buch oder spricht eben darüber. Also nicht dieses Totschweigen, ja, den Tod totschweigen, das bringt niemandem was. Weil am Ende ist das wirklich so ein abstraktes Ding, mit dem keiner was anfangen kann. Und wenn man dem Tod dann begegnet oder aktuell begegnen, ja, viele begegnen auch hier in dieser Situation den Tod, aber viele eben auch nicht und haben einfach nur Angst davor. Und diese Angst lähmt und diese Angst macht das aus der Welt, was wir hier draußen jetzt gerade sehen. Ich sehe das alles ein bisschen anders, aber auch darüber werde ich jetzt hier nicht erzählen. Und das könnt ihr euch selbst denken. Und ja. So, 30 Minuten, ich glaube, es ist jetzt lang genug, aber wie nochmal zur Bestätigung, der Tod gehört dazu, ein wichtiges Thema und darüber sollte man auf jeden Fall sprechen. So, die Sonne geht langsam unter. Ich werde hier noch ein bisschen spazieren gehen, mal schauen, wo es keine Mücken gibt. Also hier habe ich jetzt tatsächlich Glück und die Mücken haben mich hier nicht verfolgt. Vorhin da in dem Waldstück war das ein bisschen anders. Und ja, ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das sehen werdet. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe auch, dass ihr euch ja, hier mitgenommen fühlt von mir. Und wie gesagt, wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, könnt ihr auch gerne Fragen stellen. Ich werde das dann alles, vielleicht drehe ich auch mal ein Video, wo ich eben eure Fragen beantworte, so ein Q&A. Das muss man eben dann schauen, wie sich das alles entwickelt hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Eure Alice.